What the fuck, was war das? Oh, die Tür ist echt angekippt. Mann, wieso ist denn die Tür leicht angekippt? Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum dritten Part von The Nightfall. Ja. Okay. Also im letzten Part haben wir gesehen, dass wir wieder diesen Brief gekriegt haben. Und dass anscheinend hier irgendwas in dem Haus vorgefallen ist, was wir nicht hätten erfahren dürfen. Aber dass wir erfahren haben. Also, oder, beziehungsweise wir haben es noch nicht erfahren, aber wir wissen, dass hier was vorgefallen ist. Genau so. Gut. Ich nehme den Part jetzt gerade im Anschluss nach dem vorherigen auf. Das heißt, ich bin immer noch so ein bisschen unter Druck, würde ich sagen. Ich möchte aber jetzt langsam mal ein Kassettenspielgerät haben. Geht das hier vielleicht? Nee. Wo war denn das nochmal gewesen? Um zu gucken, was auf diesem blöden, auf dieser blöden Kassette ist, die wir hier gefunden haben. Wo war denn nochmal dieses Spielgerät gewesen? Oh, wir haben noch mehr Streichhölzer gefunden, cool. Die Musik hat sich auch verändert. Und das Licht da hinten, nee, es ist die Kerze. Was ist mit der Musik los? Oh, ich mag das nicht. Und es ist gerade mal 9 Uhr. Du weißt auch nicht, was los ist, oder? Ey, ich schwöre, ich bleib hier jetzt bis am nächsten Tag hier in dem Zimmer. Ich mach nichts mehr. Nö. Wird die immer lauter, oder? Och Mann, Leute. Oh. Mach mal Play. Halte die rechte Maustaste. Ah, hier. An die Wand, da kann man vor- und zurückspulen. Nochmal zurückspulen, bitte. Und Play. Ah. Gott sei Dank. Ja, bringt mega viel. Wow. Ja, ein bisschen hört man schon was. Wie viel Uhr haben wir es? Kurz nach 9. Also wir haben noch Streichhölzer gefunden. Ich würde jetzt gerne aber langsam mal noch den zweiten Schlüssel finden. Weil hier hinten rechts ist ja noch eine Tür, die abgeschlossen ist. Beziehungsweise allgemein unsere Wohnungstür ist ja die Haustür ist ja abgeschlossen. Wo könnten die den Schlüssel aufbewahren? Ey, ich mach die Musik aus. Ich schwör, die regt mich auf. Wartet, Leute, ich mach schnell die Musik aus. Sogar deutsche Musik. Okay, ist gut. Leute, tut mir leid. Die will ich nicht hören. Kann man mit der sonst noch irgendwas machen? Nicht, gell? Die Musik hat aufgehört. Hier ging es ins Büro, gell? Hier war der Brief gewesen. Haben wir in den Regalen hier vielleicht irgendwas liegen?
Nicht unbedingt. Okay. Das Handtuch ist weg. Wofür haben wir denn bitte das Handtuch gebraucht? Hä? Bin ich jetzt... Das haben wir doch nicht benutzt, oder? Das ist aber nicht mehr hier. Ich kann vielleicht alle Schubladen aufmachen. Kochlöffel, ja. Okay, ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, hier die ganze Zeit die Lichter anzuschalten. Ich kann mir noch richtig gut vorstellen, wir haben es kurz nach 9. Es passiert sich aber irgendwann was. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass, dass sie da, dass uns, ich weiß nicht, ob uns irgendeiner beobachtet oder sonst irgendwas, aber dass der uns die Lichter dann bald, den Strom bald ausknipst und dann wir nur noch hier mit Kerzen, ey, komm erstmal eine Buddel trinken hier. Oh, ich hasse das. Überall hier so Geräusche und ich kann die nicht zuordnen. Ich sehe jetzt schon, jetzt kommt sicher der Moment, da gucke ich da hoch und dann steht da einer oder so. Was ist denn das? Dieses... Hört ihr das? Das ist jetzt die Tür, die gerade zugegangen ist, oder? Hey Schatz, du scheinst noch unterwegs. Da war's wieder. Wenn du die Nachricht abhörst, bist du hoffentlich gut in unserem neuen Zuhause angekommen. Nee, ich bin hier nicht gut angekommen. Schon wieder. Und um den Rest kümmern wir uns dann. Hört mal hin. What the fuck, was war das? Oh, die Tür ist echt angekippt. Mann, wieso ist denn die Tür leicht angekippt? Ey, ich will da nicht reingehen, Mann. Ist wieder das Geräusch. Ist es ein Geist oder ist es ein Stalker? Ja, ich muss da rein. Ich muss da rein. Soll ich mit Anlauf? Immer scheißegal, ich gehe da rein. Also weg da, komm hier, aufmachen, los, was ist hier? Nichts. Mann, komm mal Fenster auf hier. Hallo? Hört mich jemand? Mann, anmachen! Was ist denn das für ein Geräusch? Das war ein Auto. Ich mach hier wieder zu. Alter, ne? Ich mach hier wieder zu. Och, Mann! Ich benötige Streichhölzer, wenn ich das anzünden möchte. Ich habe keine Streichhölzer mehr. Toll. Ich... Was ist denn das für ein Geräusch? Komm, hier mal ein bisschen Deo. Hier ist aber nichts mehr. Heißt das, wir müssen wieder raus? Dann kann man auch nicht aufmachen, oder? Die Dusche auch nicht. Nee, sonst kann man nichts machen. Ich muss wieder raus. Gefällt mir gar nicht. Nein.
Mann, wie schnell geht denn die Tür zu? Ist ja nicht mehr normal. Mann, da steht sicher doch gleich einer hinter der Tür oder so. Nee. Was ist denn das? Das regt mich auf. Was war da hinter der Tür? Warte, ich gucke erstmal, wie viel Uhr wir haben. Ah, das kann natürlich auch unsere eigene Zähne sein, mit der die klappert, ne? Das könnte auch sehr gut sein. Wir haben es 20 nach. 10 Minuten, dann haben wir es geschafft. Jetzt haben wir die nächste halbe Stunde durch. Also ich muss hier rein. Ich benötige Streichhölzer, Scheiße. Wenn ich das anzünden möchte. Ich habe aber keine mehr. Jetzt sind wir hier im Schlafzimmer. Was? Mann, ich will die blöden Schränke nicht aufmachen. Ja, das sind sicher wir, die mit den Zähnen knabbern. Ich hasse das. Jetzt ist die Musik wieder da. Da ist auch nichts. Mann! Der Spiegel, ich kann auf den Spiegel drücken. Oh, nee! Ich will nicht auf den Spiegel drücken. Muss ich? Jetzt gucke ich, dass ich rein, dann steht da einer. Nee. Ey. Ey, ist das euer verfickter Ernst, Mann? Scheiße, Mann. Ja, guck mal, hier auf dem Stuhl ist eine Tasche und hier nicht. Ja, ich glaube, das Licht, das ist eher so ein Grafikbug. Was muss ich jetzt machen? Okay. Wir haben es gleich halb. Dann haben wir es geschafft. Oder sind wir dann tot? Wenn wir bis dahin nicht diesen blöden Zettel gefunden haben. Ich war aber noch nicht ansatzweise in jedem Zimmer, gell? Also seitdem wir das letzte Mal den Zettel gefunden haben. Ich glaube eben nicht. Scheiße. Mach den Kühlschrank auf, geht nicht. Das gefällt mir nicht. Eine Taschenlampe. Nee, die macht's irgendwie noch schlimmer. Hier in dem Bad. Ich höre, die Musik macht's aber am schlimmsten. Komm mal hier rein. Nee, die ist zu, die Tür. Wo ist denn der Schlüssel? Kannst du mir doch nicht sagen, dass der... Wir haben sie jetzt gleich halb. Okay, also ich glaube, wir waren jetzt in jedem Raum und ich glaube nicht, dass jetzt hier noch irgendwas passiert. Aber genau dann passiert was. Ich sehe es doch jetzt schon. Höchstens im Kinderzimmer könnte ich jetzt nochmal gucken. Und da hinten war ja auch noch ein Zimmer, stimmt ja. Aber in dem waren wir schon.
Nee, das bringt mir nichts. Hat sie wieder Streichhölzer hier inzwischen? Auch nicht. Ja, ich habe die Kassette, aber da kommt nur Musik. Kann ich auch an der Lautstärke rumdrehen, weil es ist mir einfach zu laut, die Musik. Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, aber jetzt haben wir doch halb, jetzt müsste doch langsam... abgespeichert werden, oder nicht? Aber jetzt müsste hier irgendwo noch mal so ein Zettel liegen. Oh je, Jerry, er ist aus seinem Käfig abgehauen. Hä? Ah, der Hamster. Ich sollte ihn suchen und zurückbringen. Muss ich jetzt den scheiß Hamster auch noch suchen? Scheiß auf den Hamster, hier ist irgendein scheiß Stalker in dem Haus und du machst dir Sorgen um so einen scheiß Hamster. Ja, also wenn, dann ist der ja hier in dem Haus. Ich benötige also, Streichhölzer, wenn ich das anzünden möchte. Der ist ja hier irgendwo in dem Zimmer. Nur, kann ja nur so sein, ne? Scheiße. Oh mein Gott, der arme Hamster ist weg. Jerry? Jerry, bist du hier? Mann. Jerry, ins Musikzimmer. Ja, die Schubladen brauche ich eigentlich inzwischen auch nicht mehr aufmachen, da finde ich nichts mehr. Klar, den Schlüssel suche ich zwar noch. Jerry? Ja, wo ist denn der scheiß Hamster, Mann? Der kann ja keine Türen aufmachen. Von hallo, die Zeit geht ja auch weiter. Du willst mir doch jetzt sagen, dass der da runter ist. Vielleicht mal die Taschenlampe nehmen. Der ist hier aber nicht. Wo steckt Jerry nur? Ich muss ihn finden. Ja, musst du. Aber du musst als allererstes mal deinen Arsch hier rausbewegen. Okay, falls das jetzt hier zu lange geht, mache ich einfach gerade zwei Parts drauf, draus. Dann wundert euch nicht, wenn es jetzt einfach mittendrin einen Cut gibt und ich einen zweiten Part draus mache. Wenn das jetzt hier so lang dauern sollte, noch bis der nächste Spielstand abgespeichert wird, weil ich kann das ja nicht beeinflussen. Ich schwöre, ich höre die ganze Zeit, wie hier irgendwelche Fuß... Dielen knarren, Fußbodendielen zu Holz. Mann, wo ist denn der blöde Hamster?